unterwegs, der Eurofighter und der Pilot Alexander Miksic. Ja, da kommt er bereits aus Richtung Osten wieder auf uns zu. Der Alex wird im Rückenflug jetzt aus Richtung Osten bei uns vorbeikommen. Da sieht er uns, der schaut da runter kurz, da muss er seine Fluglage perfekt einhalten. Die Höhe darf er nicht unterschreiten. Jetzt sieht er uns, jetzt können wir raufwinken, dann kann er uns sehen. Der Alex, da kann er kurz entspannen, bevor es wieder weitergeht. Mit den Heizschiebern bis zur 9 G. Und jetzt ist es eigentlich fest, wo wir den Schweiß gebadet nach dem Display wieder aufsteht. In der Luftüberwachung, 15 Stück hier stationiert in Zeltweg. Also man wird dann unkontrolliert rausfliegen, ja, und wenn man nicht die nötige Höhe hat, dann kann es schon brenzlig werden. Also auf diese Wirbel muss man aufpassen. Man sieht jetzt hinten, wie sich der Rauch jetzt gerade auflöst. Aschenwinkel recht hoch. Nach vorne die Sicht jetzt stark eingeschränkt in diesem Bereich. Für Identifizierungsaufgaben, ca. 200 km/h in diesem Bereich sind wir jetzt, ja, muss man das wirklich darauf achten, also diesen Geschwindigkeitsbereich nicht zu unterschreiten. Würde man es jedoch tun, würde eine Frauenstimme warnen aus dem Cockpit, würde sagen, gib acht, wir sind zu langsam. Würde er nichts unternehmen, würde dann der Computer übernehmen. Und Rolli, Frauenstimme, weiter deshalb, weil ihr Männer lieber auf Frauen hört. Wir sind es gewohnt von zu Hause, wenn die Frau etwas sagt, dann folgen wir natürlich abrupt und darum ist auch wahrscheinlich eine Frauenstimme implementiert. So, nach einem Vollkreis mit Rollen kommt er jetzt wieder bei uns vorbei, bis zur 9G. Die treten auf in einer Dreiviertelsekunde, das heißt, wenn man den Steuerknüppel Richtung Bauch nimmt, dann werden auch diese G-Kräfte dann frei und durch diese engen Rahmen. Bei 100.000 PS, die hier zur Rande gehen, je nach Temperatur und Höhe, ja, wird es dann schon schmerzlich. Und jetzt zieht er wieder steil nach oben. Kubernet, das heißt, er geht wieder 45 Grad runter, dreht ihn in die Normalfluglage, kommt auf uns zu und richtet sich dann wieder aus Richtung der Pistenregel. Das wären in der Sekunde so, ja, halber Kilometer, 500 Meter in der Sekunde, die der Eurofighter zurückträgt. Ja, geht er. Mehr als wie zweifache Schallgeschwindigkeit. Also, kommt das nicht zu tragen, aber genau hier, wenn wir jetzt am Boden sind, dann merkt man schon die Geschwindigkeit. Vergleichs immer, wenn man auf der Autobahn 130 fährt, ja, dann ist das relativ schnell, aber es ist okay. Würde man das im Ortsgebiet fahren, wo die Referenzen bei weitem kleiner sind, dann siehst du die Geschwindigkeit und merkst das umso mehr. Würde man natürlich nie versuchen. Niemals. Auf keinen Fall. So, jetzt kommt er aus Richtung Osten wieder im Hochgeschwindigkeitsbereich, Unterschaltbereich, wird anschließend wieder hoch sind und mit dem Abschwung wieder retour kommen. Header drinnen, ja, wo ist der Aufsetzpunkt? Wie sind die Windkräfte am Boden? Heute ist es windstill, also das ist relativ einfach, aber wenn schon heftiger Seitenwind ist, dann wandert das Symbol doch deutlich aus und muss dementsprechend auch Vorhalt nehmen, um dementsprechend aufzusetzen. Im Anschluss wird er sich dann auch befinden, also nicht weit weg von uns, vom Sprecherturm, also vom großen Turm. Auf der rechten Seite, also Richtung Osten, befindet sich also der Stand der ersten und zweiten Staffel des Überwachungsgeschwaders. Dort sind die Piloten gerne bereit, noch Fragen zu beantworten. Souvenirs gibt, Badges gibt und auch Interviews werden gerne gegeben. Und jetzt setzt er hier auf, der Eurofighter, diese geballte Kraft österreichischer